zusätzlich zu den Kopierfunktionen, die ich im letzten Video da gezeigt habe, hier das Kopieren und Einfügen über Steuerung C, V und das mit dem Schieben mit Alt und gedrückte Steuerungstaste, gibt es noch eine andere Funktion, die ist auch ziemlich cool, die ist zu finden unter Bearbeiten und nennt sich Duplizieren und versetzt einfügen. Hier kann man mehrere Kopien ziehen und das Tolle ist, man kann hier an die Position eingeben, also erstmal wie viel Kopien man benötigt und an welcher Position die denn eingefügt werden sollen. Da kann man ganz einfach tolle Effekte damit machen. Andererseits erleichtern sie einem die Arbeit. Also wenn man gleich Kopien gezogen kriegt, die man nicht mehr extra positionieren muss, hier mühselig über die Menüleiste, hier über die XY-Koordinaten, kann hilfreich sein und kann man dann von Fall zu Fall kann man dann anwenden. Ich habe es jetzt einfach wieder mal rückgängig gemacht. Ja, gut. Das war jetzt die letzte Art, wie man Sachen kopieren kann. Die ist sehr speziell. Da müssen wir mal schauen, was man mit der machen könnte oder was man da zeigen kann. Und die funktioniert natürlich auch mit jedem Element. Das kann hier eine Textbox sein. Und ja, da kann man auf ganz schnelle Art Boxen machen, Muster machen und ja, alles Mögliche. Gut, ja, das war die Option. Duplizieren und versetzt einfügen. Gut.